Moin, moin, hallo, herzlich willkommen hier zum nächsten Part von LS15 Back to East hier aus dem wunderschönen Baltico. Ihr seht hier mein neu errichtetes Wohnhaus, das konnten wir natürlich nicht wieder abreißen, da wohne ich jetzt drin. Ich habe gerade mal eben so eine kleine Mittagsmahlzeit eingeschmissen und jetzt wollen wir dann auch das Maisland mal grubbern, damit wir dann den neuen Mais drehen können. Das hatten wir beim letzten Mal ja schon angesprochen. Dazu hüpfen wir jetzt mal hier in unseren 939er. So, Tür mal zu, bevor die Leute wieder schimpfen. Ja, auch hier natürlich alles richtige Kennzeichen. Ganz klar. Unser Grubber und dann geht das los. Könnte jetzt natürlich auch flügen, aber das machen wir dann wieder ein anderes Mal. Jetzt wollen wir das mal erstmal grubbern. Jetzt bleiben wir natürlich wie gehabt bei dem schönen Federstedt-Grubber jetzt wieder. So, und dann fangen wir hier bei diesem Schlag an. Gehen wir auf so Mitte hier so eine halbwegs Referenzlinie rein. Ziehen das jetzt auch einfach in die Gerade raus. Und dann geht das mal los. Und dann grubbern wir das mal schön durch. Und dann wird hier wieder der nächste Mais gedreht. Weil der muss jetzt langsam in die Erde. Wetter, seht ihr selber, ist perfekt. Das wird schon guter Mais werden. Aber wir machen ja eh in erster Linie Futtermais und Energiemais. Einmal für unsere Futtersilage für den nächsten Winter und in die Biogasanlage. Irgendwann machen wir auch mal ein klein bisschen Körnermais, aber der ist hier nicht so gefragt. Da sind andere irgendwie billiger im Anbau, keine Ahnung, die das machen. Aber es gibt ja immer so Stänker. Selbst nichts richtig auf die Kette kriegen, aber über andere dann möglichst herziehen. Aber sowas wird es immer geben. Davon lassen sich natürlich Leute, die ein bisschen intelligent sind, voll intelligent, ey, nicht aus dem Konzept von bringen. So. Ich hätte natürlich beim letzten Mal, als ich über die LS-Projekte gesprochen habe, natürlich gar nicht erwähnt, das geht natürlich auch mit Underground Modding weiter und wird sich ja noch verstärken. Was da noch kommt, da kann man gespannt sein. Ich werde da öfter mal mit denen auch dann weiter auf Multiplayer spielen. Da werden wir dann mal Videos von machen. Und wenn da wieder was Neues sich ergibt, werdet ihr das auch sehen. Also das ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil von meiner in Anführungsstrichen YouTube-Zukunft. Ein wichtiger Part, für den ich auch sehr, sehr dankbar bin. Also wir kriegen gemeinsam schon ein vernünftiges Programm hin. Und wem es halt partout nicht gefällt, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das eben so. Es kann einem nicht immer alles gefallen, es ist auch völlig in Ordnung. Ich werfe es auch keinem vor. Nur das Problem ist, dass eben augenscheinlich sehr viele Leute
offensichtlich nicht in der Lage sind, eine eigene Meinung zu haben, sondern eine vorgefertigte Meinung von irgendjemandem zu übernehmen, ohne irgendwelches Hintergrundwissen zu haben, von irgendjemandem Meinung übernehmen und meinen, in dem damit einen Gefallen zu tun, wenn man hier im Livestream rumhatet oder rumflamed oder hier negative Bewertungen macht. Aber solche Leute gibt es leider Gottes. Den kann ich nur empfehlen. Man kann die rosa-rote Brille auch mal abnehmen. Sich ein bisschen Durchblick verschaffen, ist auch mal ganz schön. So, damit aber davon genug. Hier gucken wir hier weiter. Ich weiß, dass es genug Leute gibt, die Spaß an den Videos haben. Und da freue ich mich auch drüber. Die auch Spaß an den Livestreams haben. Und das finde ich ganz super so. Ja, mehr gibt es aktuell gar nicht mehr zu erzählen. Ja, rein theoretisch müsste jetzt, wenn ich mich nicht völlig verrechne, ist jetzt heute, wo ihr das Video seht, Mittwoch. Dann ist heute auch wieder Livestream. Ab 14.30 Uhr, wie gehabt. Mal gucken, ob der American Truck Simulator auf Steam dann schon raus ist. Es ist ja bei Steam, manchmal ist das ja so eine Sache, dass die dann am Release-Tag leider erst abends kommen. Dann machen wir halt noch irgendwas anderes. Dann spielen wir vielleicht nochmal ETS 2 im Livestream. Aber wenn der American Truck Simulator bis jetzt raus sein sollte, dann machen wir die natürlich im Livestream. Und spätestens ab morgen, übermorgen, also ab Ende der Woche, kommen dann auch Videos natürlich dazu, ganz klar. Gucken wir uns das auch gemeinsam ein bisschen an, wo die meisten viele schon gesehen haben werden, ist ganz klar. Aber deswegen kann ich ja nicht sagen, nö, ich spiele das nicht. Auch wenn es dann wieder heißt, voll der Nachmacher, ey. So, also wie gesagt, irgendwas finden wir Mittwoch schon. Jetzt vielleicht mal nicht unbedingt noch LS. Wir wollten, ich habe es versprochen, wir machen es auch. Wir hatten die letzte Woche im Livestream, hatten wir mal zwei Stündchen LS 2008. Und da habe ich euch versprochen, oder denen, die da waren, versprochen, wir gucken uns die anderen Teile im Anriss auch nochmal an. Also wir gucken uns im Livestream dann auch mal LS 2009 nochmal an. Wir gucken uns LS 2011 nochmal an. Wir gucken uns LS 2013 nochmal an. Da immer mal nicht so einen ganzen Stream, aber mal gucken. Und ich finde, das war mal wieder ganz interessant zu sehen, wie das eben damals bei LS 2008 war. Und viele im Stream haben ja auch gesagt, oh, kannte ich so noch gar nicht. Und viele kannten ihn eben schon. Und dann haben wir mal gemeinsam geguckt, was es da gibt. Sind natürlich auch gleich die Brücke runtergefallen und alles. Ne? Das waren eben noch ganz andere Zeiten. Irgendwo auf meinem YouTube-Kanal ist auch noch ein Video von vor einiger Zeit mal von LS 2008, wer sich nochmal einen Eindruck verschaffen möchte. Das muss hier noch irgendwo zu finden sein. Und in unregelmäßiger Reihenfolge werden wir uns noch mal weiter so die älteren Sachen mal anschauen. Weil ich eben doch auch den Eindruck habe, dass den einen oder anderen das sicherlich mal interessiert. Und mir macht das auch mal Spaß, auch mal zwischendrin die älteren Sachen mal zu machen, um mal zu sehen, wie die Veränderungen sind. Und jeder, der jetzt LS 2008 gesehen hat, weiß, dass die Änderungen da zum Glück immens sind. Dann hatte ich ja nochmal so mit Mr. Bonecrusher, also mit Jan gesprochen. Wollte ich nochmal gucken, dass ich irgendwann mal wieder irgendwoher mal wieder eine Version von 18 Wheels of Steel, von diesen alten Truck-Simulationen mir nochmal wieder hernehme. Er sagt, die laufen auf aktuellen Systemen noch. Ich habe das vor Jahren das letzte Mal gespielt. Kann da meine Version auch nicht wiederfinden. Aber muss mal gucken, ob es das auf Steam oder so, wird es ja sicherlich nur irgendwo zu finden sein.
dass man auch da mal sieht, was damals in LKW-Simulation schon möglich war. Also das waren ja Sachen, da gab es zum Beispiel Funkverkehr und solche Sachen. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant, dass wir so ein bisschen so eine Retro-Schiene mit reinkriegen. Action-Schiene läuft natürlich auch weiter. GTA kommt von Zeit zu Zeit, Just Cause kommt von Zeit zu Zeit, jetzt noch nicht so hundertprozentig regelmäßig. Bei Deadpool weiß ich noch nicht. Meine haben auch viele gesagt, man mache ich weiter, da wird sicherlich nochmal wieder was kommen, jetzt aber auch nicht so regelmäßig. Ich werde natürlich, wenn es im März dann The Division rauskommen sollte, ich habe da ja ein Video gemacht von der Closed Beta. Wenn das soll ja, ist im März angeplant, wenn das kommt, hole ich mir das natürlich auch. Und es sind ja jetzt in nächster Zeit so einige Spiele wieder angedacht. Ich werde nicht jeden Trend mitmachen, das kennt ihr von mir aber auch schon. Kann man sich vor allem auch gar nicht erlauben. Also ich kann mir nicht im Monat zwei neue Spiele kaufen. Und ich werde jetzt nicht nur, um irgendwas zu kriegen, hier ständig irgendwelche Werbepartner wechseln. Was auch gar nicht so einfach möglich ist. Weil jeder weiß, dass ich ein Partner von MMOGA bin. Ja, und da könnte ich auch, selbst wenn ich wollte, gar nicht so einfach raus und irgendwo wechseln, nur weil ich da vielleicht was vorab kriege oder so. Also das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie man das machen kann. Und wie gesagt, aber wir werden schon ein anspruchsvolles Programm, anspruchsvoll klingt immer toll, ein unterhaltsames Programm hinkriegen. Ja, mit spontanen Streams ist das im Moment nicht so. Also es ist im Moment aktuell, versuchen wir mal zweimal die Woche zu halten. Ich hatte mal überlegt, dann noch einen dritten Tag mit zuzunehmen, aber das sieht im Moment eher nicht danach aus. Es ist ganz, ganz gut, wenn man im Moment, oder wenn ich zweimal in der Woche schaffe, da kommt ab und zu nochmal was dazwischen. Also da nicht wundern, dass da im Moment nicht so viel aktuell Spontanes zwischenkommt. Ich habe die Zeit ganz einfach nicht, weil ich nebenbei ja auch noch ein bisschen was mit YouTube mache und ich finde es einfach ein bisschen blödsinnig, in meinen Augen, irgendwie einen Livestream auf YouTube zu stellen, weil einen Livestream kann ich mir bei Hitbox auch nachträglich angucken, damit muss ich dann nicht noch künstlich meinen YouTube-Account füttern. Und deswegen mache ich das nicht. Und da geht YouTube immer so ein klein bisschen vor. Livestream bringt wahnsinnig Spaß, gar keine Frage. Aber ich finde, dass die YouTube-Geschichte ist mir insgesamt eigentlich so noch ein bisschen wichtiger, als wenn ich will mich nicht zwischen einem von beiden entscheiden, aber wenn, würde ich wahrscheinlich doch eher den YouTube-Kanal nehmen. Wie der Stream bringt nachträglich Spaß, aber teilweise ist es auch schwierig. Und deswegen, es war mal angedacht, das noch ein bisschen auszuweiten, aber danach sieht es im Moment nicht aus. Der Mittwoch und der Sonntag werden bleiben. Ganz klar. Sonntags immer vorrangig so LS oder mal ETS. Wir haben ja jetzt am letzten Sonntag, hat es sehr viel Spaß gemacht, haben wir mit einigen zusammen ETS 2 Multiplayer gemacht. Die Idee entstand während des LS-Streams, so ganz spontan irgendwie. Und da haben sich dann eine ganze Menge Leute gefunden und das war echt eine lustige Runde. Und da wurde hier auch gebeten, dass wir das dann zeitnah auch nochmal wiederholen und ein bisschen mit Vorplanung in Anführungsstrichen. Werden wir natürlich auch machen, weil es echt Spaß gemacht hat. Und ansonsten mittwochs geht es dann weiter mit anderen Spielen mal. Wir wollen unbedingt noch L.A. Noire weitermachen. Dann da die auch die Nostalgie-Spiele mal so ein bisschen rein. Und wir kriegen das schon weiterhin. Also ich bin froh für jeden, der mal dabei ist bei den Livestreams. Ich habe da einige, die wirklich jedes Mal dabei sind. Das ist wunderbar. Teilweise sind auch immer gerade so. Speziell am Sonntag natürlich immer viele neue da. Leider auch manche Stänkerer da. Aber da stehen wir drüber. Das haben die Stänkerer hoffentlich auch schon gemerkt. Also
Ich weiß nicht, was die damit verfolgen. Aber wir wissen, woher sie kommen. So. Jetzt haben wir hier schon eine ganze Menge gegrubbert. Wieder wahnsinnig viel erzählt. Ja, muss halt gemacht werden. Ist jetzt keine so spannende Aufgabe, jetzt hier eine Viertelstunde beim Grubbern zuzugucken. Also Hut ab vor denen, die jetzt noch dabei sind. Danke. Wenn ich jetzt irgendwas zu verlosen hätte, würde ich jetzt was verlosen. Kommt aber auch noch irgendwann. Und dann kommen wir nämlich jetzt auch langsam Richtung Ende. Wie gesagt, sollte heute Mittwoch sein. Es müsste sich eigentlich ausgehen. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du um 14.30 Uhr reinschaust in den Livestream auf Hitbox. Der Link ist nochmal unten auch in der Beschreibung. Da sind ja so ein paar Links untereinander, die sind immer ganz interessant zu gucken. Unter anderem auch zu Underground Modding, zu Forbidden Mods. Und eben auch zu meinem YouTube-Kanal, der etwas sehr geschickt ist, weil du hier schon bist, zum Hitbox-Kanal. Was heute kommt, weiß ich noch nicht. Das hängt, wie gesagt, ein bisschen davon ab, wie das mit dem American Truck Simulator ausschaut. Aber wir finden auf jeden Fall was. Also, wenn du Bock hast, schau vorbei ab ca. 14.30 Uhr, bis wie immer Open End. Also ich sage ja vorher grundsätzlich immer nicht, wie lange die Streams gehen werden. Das geht immer so ein bisschen nach einmal Lust und Laune und auch nach technischen Geschichten. Aber ich glaube, man weiß, dass die Streams nicht immer kurz sind. Also letzten Sonntag hatten wir am Schluss knapp 10 Stunden. Haben wir erst LS gemacht, dann wie gesagt ETS im Multiplayer bis nachts um oder abends um irgendwann in der Gruppe. Das war echt lustig. Und hat echt Spaß gemacht. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich sag für diesen Part schönen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, müsst du jetzt auch durchlaufen. Natürlich würde ich mich über den Daumen nach oben sehr freuen. Aber noch mehr würde es mich natürlich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder reinschaust. Bis dahin sage ich Tschüss. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Micha.